Ein Mädchen steht vor der Tür für dich, habe ich. Wirklich? Also ich ja, ein Mädchen. Hör mir zu, also du musst wissen, Kira, sie hat mich dazu gezwungen, das zu sagen und so. Sie ist eigentlich... Lass uns mal ein Stückchen laufen, lass uns mal ein Stückchen laufen. Ich wusste eigentlich, dass sie mich alle nur wegen Geld lieben. Wisst ihr, Leute, ich hatte noch nie in meinem Leben eine richtige Freundin gefunden. Und das bleibt mein ganzes Leben lang mein einziges Baby. Ich sag euch ehrlich, Mann, das hat so viel Power. Mein Kollege übernachtet dort bei mir. Ich gehe jetzt mal ein bisschen dorthin. Und ich weiß euch, das tut mir einfach alles nur so im Herzen weh. Ich werde einfach von jedem ausgenutzt, nur weil ich so reich bin. Ich werde, glaube ich, niemals im Leben eine Freundin finden. Papa, alles okay bei dir? Was? Alles okay bei dir, habe ich gefragt. Okay, ja, alles okay. Okay, Papa, schau mal, hör mir mal bitte zu, ja? Ich möchte, dass du bitte aufhörst, so viel Fernsehen zu schauen. Ich möchte, dass du auf deine Gesundheit achtest, weißt du? Die Leute behandeln einen ganz anders, wenn man viel Geld hat. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben als weiser Vater? Ein paar Tipps? Okay, warte. Ich habe hier mal einen Zettel hingelegt, ne? Ich habe mal deine Mutter, ja? Ne? Also die mit der habe ich mich ja jetzt getrennt. Aber ich habe hier so einen Zettel hingelegt, wie ich deine Mutter früher geklärt habe. Gemacht? Weißt du was? Erster Schritt, ne? Du gehst Shisha-Bar und dann guckst du nach einer schönen Frau. Hör auf, bitte, hör auf zu reden. Verdammt, Mann. Papa, ich will eine Frau fürs Leben. Ich will nicht eine, die auf mein Geld geiert. Wäre meine Mutter was Richtiges für dich gewesen, hättet ihr euch nicht getrennt, verdammt nochmal. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht, Papa. Was ist los? Warum bist du so komisch in letzter Weil Zeit? Weil ich von jedem benutzt werde wegen Geld. Ja, du darfst halt nicht so mit deinem Geld flexen, das weißt du schon, oder? Es macht aber Spaß zu flexen und außerdem flexe ich nicht nur, sondern ich gebe auch jeden aus, ich bin großzügig, ich zahle allen sein Essen und so. Ey, Buga, lass mich mal bitte mit Mehmet alleine, ja? Ja, okay, aber ich habe gerade 1000 Euro gemacht, gerade. Ich habe FCS gespielt. Was für 1000 Euro, Mann? Verpiss dich mal mit 1000 Euro, Mann. Du hast mal eine Million geholt bei einem Cup. Buga, unser ganzes Leben steht wegen dir auf dem Spiel. Du musst mehr Geld machen. Nein, das ist auch nur die erste Runde. Ich muss mit dir was besprechen, Mehmet. Ein Mädchen steht vor der Tür für dich, habe ich. Wirklich? Also, ein Mädchen. Mach ich jetzt mal die Tür auf. Gesagt, sie möchte zu dir. Mach mal die Tür auf, Bro. Mich hat noch nie ein Mädchen besucht, Bruder. Ich schwör's dir, das ist das erste Mal, dass ein Mädchen mich besucht. Ah, du schon wieder, Alter. Was willst denn du? Bitte, hör mir zu. Also du musst wissen, Kira, sie hat mich dazu gezwungen, das zu sagen und so. Sie ist eigentlich... Lass uns mal ein Stückchen laufen, lass uns mal ein Stückchen laufen, komm. Also, du hast mich gestern echt komplett verletzt. Mein ganzes Herz hat geblutet danach. Ich habe gehört, dass ihr mich nur wegen Geld liebt. Und weil ihr mich nur wegen Geld liebt, was soll ich denn mit euch machen? Weißt du, denkst du, ich will eine Freundin, die mich nur wegen Geld liebt? Denkst du, ich will das wirklich? Nein, guck mal, das war Kiras Idee. Sie hat gesagt, ey, lasst ihn mal verarschen, er hat so viel Geld. Es war wirklich ihre Idee und ich wurde gezwungen, dort mitzumachen. Vertrau mir, ich will nicht nur dein Geld. Ehrlich? Ja, ich schwöre, ich will nicht nur dein Geld. Ich weiß nicht, ob ich dir so vertrauen kann. Du hast mein Vertrauen schon missbraucht. Verstehst du mich? Ja, ich weiß, es war ein Fehler, dort mitzumachen. Aber du kannst mir wirklich glauben. Ich will wirklich nicht dein Geld. Das Geld ist mir egal. Ja, kannst du mir zeigen, wo du wohnst? Ich überleg's mir und wenn ich es mir überlegt habe, komme ich dich mal besuchen. Ja, also komm mit. Ja, okay. Aber ich finde, also eigentlich finde ich cool, dass du dich entschuldigst, weil letzte Zeit so, die Menschen, als ich viel Geld gefunden habe, hat sich niemand bei mir entschuldigt. So jeder war hart zu mir. Alter, wohnst du hier? Nein, also hier so und dann dort drüben die Treppe. Ach so, okay, ja gut, dann komm ich dich besuchen, falls ich was Neues weiß. Ja, okay, danke. Aber du musst schon wissen, ich weiß nicht, wie ich über diese Entscheidung denken soll. Ja, ja, okay. Tschüssi. Tschüss. Sie entschuldigt sich jetzt bei mir, weil sie mich gestern bloßgestellt hat, nur weil ich so viel Geld habe. Sie hat sogar gesagt, dass ich hässlich bin. Aber das Ding ist eigentlich was auch... Also, ich wusste, dass sie mich nur wegen Geld wollen, aber vielleicht stimmt das ja wirklich, dass ihre Freundin sie ja so ein bisschen, ja, ausgenutzt hat und das so zu ihr gesagt hat. Vielleicht ist es ja jetzt so, dass ich einfach dann jetzt eine wirkliche Freundin gefunden habe. Also, ich kann ja immer meinen Kollegen fragen oder ich frage immer meinen Papa. Mein Papa hat Erfahrung mit Frauen. Obwohl, eigentlich. Ey, Mehmet, Mann, können wir kurz einen Augenblick sprechen? Ja, Mann, natürlich, warum also, nicht? Bro, schau mal, diese Ruby von gestern, ne? Ja, sie hat halt zu mir gesagt, dass sie jetzt wieder Kontakt mit mir haben will. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Bruder. Soll ich mit ihr wieder machen? Sie hat sich auch entschuldigt, dass sie mich hässlich genannt hat oder dass sie nur wegen Geld mit mir machen wollte, weißt du? Bro, check erstmal, ob sie das weiter nur wegen Geld machen. Wenn nicht, dann klär sie dir. Ja, mal. Bruder, aber wie soll ich denn das machen? Ich weiß es nicht, Mann. Aber ich glaube, sei einfach du selbst. Okay, Bro, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Geh mich auf jeden Fall ein bisschen frisch machen und so und dann gehe ich sie abholen zum Date, Bro, mit meinem AMG, Digga. Meinem CLS 63, Bruder, B-Turbo, Bro. Weißt du, wie viel PS der hat? Viel, Bro. Der hat so viel PS, der hat 612, Mann. Warte, ich muss so waschbecken. Weißt du überhaupt, wo die wohnen? Ja, Bro, der hat mir gerade Adresse gezeigt, Mann. Aber,
Ich warte hier, okay? Ja, Bro, kein Problem, du kannst gerne bei mir bleiben, Digga. Ich schwöre, ich küsse dein Herz. Leute, das ist mein bester Kumpel, ne? Der Mehmet. Kenn ich schon, ehrlich gesagt, lange. Ich bin ja auch jetzt seit kurzem erst hierher gezogen, aber trotzdem fühlt es sich schon, also, als würde ich ihn schon sehr, sehr, sehr lange kennen. Ja, jetzt gehe ich mal sie abholen. Ah, ich gehe sie mit dem AMG abholen. Aber warte mal, vielleicht sollte ich sie erstmal ohne AMG abholen und ihre Reaktion gucken. Ich glaube, wenn sie wirklich sich entschuldigt hat und es ernst meint, dann wird sie nichts sagen, dass ich nur so gekommen bin. Und wenn sie wirklich dann nur auf Geld und AMG geiert, wird sie mich die ganze Zeit fragen, wo ist dein AMG? Was machen wir jetzt dann eigentlich? Wollen wir in die Shisha-Bar? Willst du zahlen? Also ich glaube, dass sie halt solche Sachen sagen wird. Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Okay. Puh, ich muss diese Aufregung wegmachen. So, 1, 2, 3. Komm, Nate. Das schaffst du. So, jetzt machen wir 1, 2. Warte mal, wohnt sie hier oder eins weiter oben? Bruder, ich muss... Ah, hallo, hi. Ja, hey, schön, dass du da bist. Ja, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Weißt du, ich habe deinen Tipp befolgt. Ich nehme deine Entschuldigung an. Hast du vielleicht Lust, etwas zu... Ja, nehmen? Können wir sehr gerne machen. Auf was hast du, was schlägt dir denn so im Kopf? Wollen wir vielleicht einfach spazieren gehen? So im Park? Ja, toll. Toi. Weißt du, ich freue mich, dass wir uns doch so irgendwie richtig gefunden haben. Verstehst du mich? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, korrekt, Mann. Weißt du... Eigentlich will ich voll liebend gerne so auch mal, also komm, erzähl mir mal denn so, was ist für dich in einer Beziehung so ein komplettes No-Go? Betrügen, so angelogen werden und halt sowas. Ja, natürlich, Mann. Also ich will auch nicht betrogen werden oder angelogen werden. Ich schwöre, das geht gar nicht. Und was würdest du sagen, ist in einer Beziehung für dich am wichtigsten? Halt, dass der Partner für einen da ist. Ja, das stimmt. Natürlich, in schlechten sowie in guten Zeiten. Immer füreinander da sein. Ich schwöre, ja, du hast so recht, du bist einfach ein schlaues Mädchen. Schau mal, diesen Laden habe ich jetzt vor ein paar Tagen gekauft. Ich will jetzt ihn renovieren und ich habe mir gedacht, bau hier eine Disco. Eine Disco? Ja, was hältst du davon? Hey, ist eigentlich voll die gute Idee. Ja, ich habe... Hast du dir schon Pläne gemacht, wie du die... Ja, also ich habe mir gedacht, eigentlich am Anfang, ich will nur eine Disco, weil ich so ein bisschen mit Mädchen und so Kontakt haben will, weil ich habe nicht so viele Freundinnen. Aber da ich dich jetzt kennengelernt habe, will ich eine Disco nur so zum Feiern. Ja, das hört sich echt interessant an. Wenn du willst, kann ich dir dann ein bisschen beim Gestalten... Ja, Mann, Alter, du bist ja voll sympathisch, Mann. Ist ja voll korrekt von dir. Ja, danke, kann ich... Dankeschön. Danke, kein Problem. Was wollen wir vielleicht noch? Vielleicht irgendwas unternehmen jetzt dann noch oder so? Was wollen wir denn? Ja, komm, lass doch zu mir nach Hause, dann können wir einen Neuanfang machen. Ich will dich meinen Eltern vorstellen. Ja, okay, können wir gerne. Aber du musst eine Sache über meinen Vater wissen. Check das direkt, wenn ein Mädchen mit einem zusammen ist, nur wegen Geld oder... Weißt du, deswegen... Ich hoffe, du bist nicht nur wegen Geld mit mir zusammen, weil mein Vater checkt sowas. Nein, bin ich wirklich nicht. Ich verspreche es dir. Ich bin nicht nur wegen deinem Geld. Sicher? Ja. Okay, das hoffe ich auch, weißt du, weil du hast schon echt ein geilen Gesicht. Warte, so, wir sind... Ah, warte, da ist ja Mehmet und... Nee, da ist deine Fake-Freundin, Mann. Ich hasse die. Hä, was machen die? Boah, keine Ahnung, Alter. Denkst du, die sind zusammen? Ich weiß es nicht. Sie hat eigentlich nie... irgendein Freund oder so. Weißt du was, warte mal kurz, ich komm gleich, ja? Ja, okay. Ey, schau mal, du, das Mädchen hier, ne? Lass dich hier nie wieder blicken, Mann. Geh mal weg hier aus meinem Grundstück. Hä, warum? Was hab ich gemacht? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, ist das Mädchen eigentlich komplett bescheuert? Du hast gestern zu mir gesagt, du willst nur mit mir das eine haben, weil ich so viel Geld hab. Ja, und jetzt bist du auf einmal mit Mehmet unterwegs. Mehmet, Bro? Gut, du musst wissen, das ist eine Ho, Bro. Das ist nur eine einmalige Sache. Ja, Bro. Die hat mir gesagt, nein, Bro, niemals. Bruder, sag mir nicht, du bist mit ihr zusammen oder so. Nein, Bro, aber die hat mir... Ich hab die doch kennengelernt, Mann. Ja, okay, ich will euch ehrlich gesagt auch nicht zerstören, so eure Beziehung und so, wie gesagt. Aber ich weiß, dass du eine falsche Schlange bist, deswegen bin ich jetzt auch ganz schnell weg. Tschu. Ah... Komm, Ruby, wir gehen zu mir nach Hause und dann entspannen wir uns doch mal ein bisschen oder schauen vielleicht Netflix an. Ja, klar. Alter, habe ich Bock auf Netflix, Mann. Junge, Netflix und chill, beste Leben. Oh, Papa, hallo, ist schon wieder ein bisschen zu viel Müll hier versammelt? Ja, ich wollte den gerade rausbringen. Oh, wer ist das denn? Das ist ein hübsches Mädchen, das ich neu kennengelernt habe, Papa. Ja, sie ist wirklich hübsch, ihr passt auch gut zusammen, ja? Finde ich. Ja, Mann. Ja, finde ich schon. Dankeschön, Papa, dankeschön. Wir gehen jetzt mal nach oben in mein Zimmer. Ja, okay, viel danke. Spaß, ne? Ja, danke. Oh, ja, ey, kleiner Bruder, willst du vielleicht unten zocken, Bro? Ja, okay, Mann, warum? Ja, warum, das siehst du doch, warum, man stellt immer so dumme Fragen, Mann, ich geb dir gleich eine Klatsche und dann fliegst du weg, ganz einfach. So, schau mal hier, willst du dich vielleicht schon mal hinlegen? Ich habe mir noch überlegt, hier einen Fernseher zu montieren, aber ich bin jetzt noch nicht so dazu gekommen, ehrlich gesagt. Können wir gerne machen. Okay, ich komm gleich, ja? Ja, komm, bis gleich. Verdammt, Mann, ich hab Husten. Ich glaube, sie hat Corona. Sie hat mich mit Corona angesteckt, glaube ich. Ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Oh, warte, meine Freundin ist schon echt hübsch, oder? Seid mal ehrlich. Ganz ehrlich, sie ist schon hübsch, oder?